Hey, schön, dass du da bist. Ich habe mal einen kleinen Trick für dich, der ziemlich praktisch ist, allgemein in Musik, den man oft verwenden könnte, um kürzere Loops auf längere Zeit einfach interessanter zu gestalten. Meine persönliche Philosophie beim Musikmachen ist, ich habe lieber ein paar wenigere Channel, also vielleicht 8 Kanäle, und die spielen aber alle eigentlich nur kürzere Loops. Aber sie gehen auf längere Zeit, passieren ganz viele Automationen und Modulationen, sodass sie auf längeren Zeitraum viel länger wirken, als sie eigentlich sind. Sie sind meistens eigentlich nur 1 Bar oder 2 Bar, wirken aber fürs Gehirn, als wären es 8 Bar oder so. Oder noch länger. Es kommt immer darauf an, wie die Modulationsgeschwindigkeit am Ende ist. Und den Trick will ich jetzt einfach mal bei einer kleinen, simplen, hypnotischen Melodie zeigen. Und da jumpen wir mal in Ableton. Wir haben hier jetzt, also da erstmal, ich habe Drums für später, damit man diesen Polyrhythmus-Check, den ich noch einsetzen werde. Wir haben hier Surge. Kann man sich eigentlich auch mal gönnen. Das ist jetzt ein VST-Synthesizer. Sieht sehr komplex aus, ist auch sehr komplex, aber ist komplett umsonst. Also, ist Open Source, kann man sich runterladen. Ich finde es einer der besten VST-Plugins, die es gibt. By the way. Da haben wir jetzt einfach mal einen Sound und der spielt so vor sich hin. Einfach nur düt, 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 so fertig reingemalt. Und wenn du die dann spielen lässt, haben wir den. Und der Trick ist jetzt, du nimmst ihn erstmal im Polyrhythmus. Den kennt man ja. Dann nehme ich den Autofilter und wichtig hier ist, das kannst du eigentlich einstellen, wie du Bock hast, aber ich finde, der Effekt kommt krasser rüber, wenn du ihn im Bandpass benutzt, weil er dann einfach einen unterschiedlichen Body bekommt. Also dann ist auf einmal ein tiefer Ton, dann ist er ein heller Ton. Sonst filtert er immer nur eins von den Seiten weg. So ist ja dieser Ton. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und dann versuchst du hier halt extreme Einstellungen zu machen. Also ich versuche da eigentlich Amount meistens bei 100%. Phase hat eigentlich nur damit zu tun, ob also er phased dann so im Stereo-Image rum. Da kannst du mal normalerweise ein bisschen weniger. Ich will jetzt mal ein bisschen extremere Effekte haben. Und bei der Rate ist dann wichtig. Da kannst du hier, ja, da kannst du einfach in Hertz oder du sagst, ich nehme eine musikalische Rate, also das ist so ein bisschen quantisiert. Und da versuchst du eine Off-Zeit zu machen. Ich finde ja diese 3/8 sehr interessant. Und was der dann macht, wenn du den jetzt mal auf den Takt anhörst, ist komplett Offbeat. Und was du dann noch machst, ich habe hier, ignoriere einfach mal den Teil, das ist eigentlich nur so ein kleines Mixing-Zeug, was ich immer drauf habe. Aber ich habe hier diesen Echo, Feedback auf 50%. Dann kannst du hier auch nochmal Stereo oder Ping-Pong oder mit Side einstellen. Das ist alles nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass du hier Left und Right nicht synchronisierst. Und dann 3, 8 habe ich hier jetzt auch als Zahl genommen. Einfach um hier 3, 8 zu unterstützen. Und das Ganze dann zusammen, wenn wir hier dazu packen. Ist das alles auf Zeit viel länger, weil der Filter zwischendurch tiefe Töne gibt, dann wieder hellere Töne gibt, die dann schon unterschiedliche Rhythmen haben. Der Delay unterstützt das Ganze noch. Und dazu haben wir ja auch noch hier eine Off-Zeit, die auch immer wieder alle, also ich meine, so ein Polyrhythmus funktioniert so, dass er spielt. Dann hast du das Gefühl, dass die 1 auf einmal hier ist. Dann hast du das Gefühl, dass die 1 auf einmal hier ist. Hier. Und dann fängt er wieder an, dass dein Gehirn irgendwie sagt, also irgendwie so habe ich das Gefühl immer. Ich habe das jetzt nicht irgendwie hier fachmäßig, dass ich das irgendwie belegen könnte, aber das Gefühl, dass sobald du einen Polyrhythmus machst, wird der Track irgendwie 4 Takte, also der Loop wird auf einmal 4 Takte länger. Und das Ganze dann mit Drums. Und
Und jetzt achte einfach mal drauf, ob du diesen Loop länger anhören kannst oder ob du dir denkst, nee, ich finde, man hört diesen einen Loop schon die ganze Zeit. Nochmal zum Vergleich, ich nehme den hier einfach mal im normalen, also nicht im Polyrhythmus, und mache den Filter raus. Dann wieder im Polyrhythmus. Mit dem Filter. Natürlich macht alles nochmal schöner, aber unterstützt auch im Offbeat-Rhythmus. Genau. Und das wollte ich eigentlich nur mal zeigen. Probier da mal was rum. Das ist nämlich eigentlich eine ganz coole Technik, um Melodien irgendwie auf kurzer Basis, wenig Arbeit, viel länger zu gestalten. Kann man viel länger hören, kann es dann später im Arrangement auch noch irgendwie Fade-Ins ganz langsam und so, dass das einfach über Zeit länger passiert. Kleiner Trick am Rande. Viel Spaß damit. Und ja, ich mache weiter mit der Tutorial-Reihe für die Beginner. Und ich würde dich noch bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Da kriegst du dann immer nur eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video habe. Und jeder Like und jedes Kommentar hilft dem Algorithmus von YouTube, dass andere mich finden können. Also würdest du mir dafür umsonst einen riesen Gefallen tun. Wenn ich dir also irgendwie helfen konnte, hilf mir in dem Bereich. Und ich wünsche dir eine angenehme Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.